Ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Anni Ich bin Tim. und ich bin Jasmin. und wir beschäftigen uns heute mit der Kinder- und Jugendliteratur, kurz auch als KJL bezeichnet. Heute stellen wir euch Definitionsansätze und Genre von Kinder- und Jugendliteratur vor und erläutern jugendliterarische Erzählmodelle. Da wir alle drei junge Referendarinnen sind, ist es für uns vor allem interessant, wie man Kinder- und Jugendliteratur im Deutschunterricht einsetzen kann. Also seid gespannt und viel Spaß beim Zuhören. Doch was versteht man eigentlich unter Kinder- und Jugendliteratur? Schauen wir uns dazu einmal die Definitionsansätze an. Wir kennen es alle. Es gibt einen Unterschied zwischen dem, was Kinder tun sollten und dem, was sie tatsächlich machen. So ist es auch in der Literatur. Es gibt Literatur, die Kinder und Jugendliche lesen sollten, und Literatur, die sie tatsächlich lesen. Man spricht in dem Zusammenhang von intendierter und faktischer Literatur. Intendierte Kinder- und Jugendliteratur beschreibt demnach die Gesamtheit dessen, was Kinder und Jugendliche lesen sollten, und das wird durch die Gesellschaft und in unserem Fall den Lehrerinnen und Lehrern und dem Schulcurriculum bestimmt. Während faktische Literatur das ist, was Schülerinnen und Schüler außerhalb des Unterrichts freiwillig und tatsächlich konsumieren wollen. Reine Schullektüren zählen hierzu nicht. Ergänzend zu der bisher dargelegten Literatur, bei der Herkunft und Entstehungsweise keine Rolle gespielt haben, ist noch die originäre Kinder- und Jugendliteratur anzuführen, die vom Verfasser des Textes bewusst mit der Intention produziert wird, sich an Kinder bzw. Jugendliche zu richten. Diese Intention hat Auswirkungen auf die Textproduktion. Jenseits dieser Definitionsmöglichkeiten zeigt sich zunehmend eine weitere Tendenz. Nicht mehr alle Literaturen lassen sich einem kindlichen oder jugendlichen Adressaten zuordnen. Hierbei spricht man von einer formalen, thematischen und narrativen Annäherung. Dazu zählt die All-Age-Literatur, bei der sich Werke generationsübergreifend an alle Leserinnen und Leser wenden. Die Crossover-Literatur, bei der sich Themenwahl, Erzählstrategien und Genre nicht mehr eindeutig der Kinder- und Jugendliteratur oder Erwachsenenliteratur zuordnen lassen. Ein Beispiel wäre dafür Harry Potter, da dort eine bewusst erzeugte generationsübergreifende Mehrfachadressierung sichtbar wird. Man kann also festhalten, dass bei der faktisch und intendierten Literatur die Herkunft und die Entstehung keine Rolle spielen, während bei der originären Literatur die Literatur speziell an Kinder und Jugendliche adressiert ist. Wie wir bereits erfahren haben, kann Literatur aber auch generationsübergreifend sein und ist dann der All-Age- und Crossover-Literatur zuzuordnen. Nun wollen wir euch die Genre der Kinder- und Jugendliteratur erläutern. Kinderliteratur umfasst sowohl epische als auch lyrische und dramatische Texte für Kinder bis ungefähr 12 Jahre. Außerdem zählen dazu pragmatische Texte in Form von Sachbüchern und Kinderzeitschriften. Erzählen und Darstellen erfolgt in der Kinderliteratur nicht nur mit Hilfe von Schriftsprache, sondern auch unter Einbindung von Bildern, zum Beispiel Kinderroman mit Illustrationen, das Bilderbuch mit visuellen Elementen, die eine erzählende Funktion einnehmen. Im weiteren Sinne fallen unter Kinderliteratur auch mediale Adaptionen, wie zum Beispiel die Hörmedien, Comics oder Filme. Kinderliteratur ist nicht nur ein Erlebnisgenuss, sondern erfüllt auch weitreichende pädagogische Funktionen. Als Sozialisationsmedium wird ihr bis heute eine moralisch-soziale bzw. didaktische erzieherische Funktion zugesprochen. Durch einen immanenten Vorbildcharakter oder auch durch gegenteilige Darstellungen soll sie zum richtigen Handeln animieren und einen Einblick in gesellschaftliche Gegebenheiten vermitteln. Durch die Zunahme der All-Age- und Crossover-Literatur findet eine Funktionsverschiebung hin zu kulturell-gesellschaftlicher Selbstreflexion statt. Kinderliteratur ist somit kindgemäß, da sie versucht, bedeutsame Themen in ansprechenden Darstellungen für bestimmte Bedürfnislagen und kindliche Sozialisation zu verarbeiten. Ein für den Deutschunterricht sehr bekanntes Romanbeispiel der Kinderliteratur ist der Kriminalroman Rico, Oskar und die Tieferschatten von Andreas Steinhöfel aus dem Jahr 2008.
Wichtige thematische Schwerpunkte beziehen sich auf den Umgang mit Behinderung und Hochbegabung und einer Freundschaft zwischen zwei Jungen im Handlungsrahmen einer Detektivgeschichte. Inhaltlich geht es um den Protagonisten Federico, genannt Rico Doretti, der mit seiner Mutter in einem Mietshaus in Berlin-Kreuzberg lebt. Rico bezeichnet sich selbst als tiefbegabt, besucht eine Förderschule und wächst in einfachen Verhältnissen auf. Als Ich-Erzähler berichtet Rico auf amüsante Weise seinem Tagebuch von den sich überschlagenden Ereignissen zu Beginn der Sommerferien, die mit der Freundschaft zum jüngeren, hochbegabten Oscar beginnen und einige Tage später mit der Überführung des Aldi-Kidnappers enden, der Berlin durch die Entführung von Kindern in Schrecken versetzt. Kommen wir zum Genre der Jugendliteratur. Dabei lassen sich zwei jugendliterarische Erzählmodelle unterscheiden, die sich seit dem 18. Jahrhundert herausgebildet haben, die wir im Folgenden näher erläutern möchten. Zunächst einmal lässt sich aber sagen, dass sich die Erzählmodelle seit etwa Ende des 20. Jahrhunderts zunehmend auflösen bzw. ineinander übergehen. Zum einen gibt es das Abenteuermodell, zum anderen das Adoleszenzmodell. Das Abenteuermodell umfasst literarische Texte, die eine Bewährungsprobe des Protagonisten thematisieren. Der meist männliche Protagonist jugendlichen Alters muss eine Herausforderung meistern. Dabei steht die Handlung im Vordergrund. Die Eigenschaften sowie Gedanken und Gefühle des Protagonisten werden nur einseitig und marginal beschrieben. Es gibt keinen nennenswerten Konflikt zwischen dem Protagonisten und der Gesellschaft, sodass die Bewährungsprobe als Initiationsritus verstanden wird. Das bedeutet, dass der Protagonist seine Bewährungsprobe in einer zeitlich und räumlich unbestimmten, alltagsfernen Realität erfüllen muss. Ein Beispielroman für dieses Modell ist Die Fährte des grauen Bären von Wolfgang Bittner, welches er 1986 verfasst hat. Dazu gibt es auch Subgattungen wie zum Beispiel den Abenteuerroman, Reise- und Expeditionsroman, die Robinsonade und den historischen Roman. Zum anderen gibt es das Adoleszenzmodell. Dieses steht im 18. und 19. Jahrhundert in enger Verbindung zum Bildungs- und Erziehungsroman sowie zum Schülerroman. Ebenso zählen die problemorientierte Jugendliteratur, die Jeans- und die emanzipatorische Mädchenliteratur zu diesem Modell. Dabei steht der Protagonist am Übergang zwischen Kindheit und Erwachsensein und muss sich in einer alltagsnah gestalteten Umgebung mit der Gesellschaft und ihren Anforderungen auseinandersetzen. Das Adoleszenzmodell wird in zwei Varianten aufgeteilt. Es gibt die traditionelle und die moderne Variante. Die traditionelle Variante beschreibt einen ebenfalls zumeist männlichen Protagonisten, der sich in einer krisenhaften Phase des Heranwachsens befindet. Diese Krise gipfelt im Scheitern des Protagonisten an den gesellschaftlichen Anforderungen. Als Beispiel kann Hermann Hesses Roman Unterm Rad von 1906 angeführt werden. Die modernere Variante des Modells hingegen beschäftigt sich bereits mit der Möglichkeit zur Konfliktlösung, wobei auch weibliche Protagonistinnen ins Spiel gebracht werden. Der Konfliktschwerpunkt von Individuum und Gesellschaft verlagert sich auf einzelne, im Konflikt stehende, individuelle Erwachsenen- und jugendlichen Beziehungen. Dabei werden besonders subjektive Erzählformen, wie zum Beispiel der innere Monolog und die erlebte Rede verwendet, um die Intensität des Erlebens und die noch nicht vollendete Phase des Erwachsenwerdens nachvollziehbarer zu machen. Ein Beispiel dafür ist der Roman Die neun Leiden des jungen W. von Ulrich Plenzdorf aus dem Jahr 1972. Chick ist ein populärer Roman der Jugendliteratur aus dem Jahr 2010. Die 14-jährigen Protagonisten Mike und Chick erleben auf einem mehr oder weniger spontanen Trip durch Ostdeutschland, der sie eigentlich zu Chicks Oper in die Walachei führen soll, mit einem gestohlenen blauen Lada Niva eine unvergessliche Reise, in dessen Verlauf sie mit einigen zentralen Fragen des Lebens und Erwachsenwerdens konfrontiert werden. Darunter zum Beispiel Themen wie Liebe und Freundschaft,
Kultur und Natur, Individuum und Gesellschaft und Krankheit und Tod. Von der Polizei erwischt, kehren sie als veränderte und erstarkte Persönlichkeiten in ihre alten und doch neuen Lebenssituationen zurück. Der Roman ist in der Ich-Perspektive aus Sicht von Mike verfasst und zeichnet sich besonders durch den authentischen und mit Witz und Komik durchzogenen Jugendsprachstil aus. Hier zeigen sich Merkmale aus dem Abenteuer- und Adoleszenzmodell. Demnach gibt es neben den zwei klassischen Abgrenzungen weitere Modelle, wie etwa eine Hybridisierung, die in Schick dargestellt wird. Bleibt nur noch die Frage offen, wie kann Kinder- und Jugendliteratur im Deutschunterricht eingesetzt werden? Kinder- und Jugendliteratur ermöglicht einen breiten Einsatz im Deutschunterricht der Grundschule und der ersten Jahre der Sekundarstufe 1. So werden bedeutsame Themen angesprochen, kindliche Innenwelten widergespiegelt und Raum für Spaß, Lachen und Imagination gelassen. Mit ihm können die ersten Erfahrungen mit der selbstständigen Lektüre von Ganzschriften gemacht werden. Dies kann von einem Lesetagebuch oder von verschiedenen Schreib- und Denkaufträgen begleitet werden. Dadurch lernen die Kinder, sich einen literarischen Text zunehmend eigenständig zu erschließen. Kinderlyrik hat vor allem die Funktion, phonologische Bewusstheit zu schaffen und ein metasprachliches Bewusstsein zu fördern. Neben der Kinderlyrik gibt es weitere Anknüpfungspunkte, wie beispielsweise das Bilderbuch, das die Möglichkeit zum Sprachelernen als auch zum literarischen, visuellen und interkulturellen Lernen bietet. In Vorlesegesprächen können die Texte gemeinsam erschlossen und genossen werden. Durch verschiedene Schreibaufträge bzw. Schreibszenarien können individuell bedeutsame Eindrücke festgehalten oder weiter imaginiert werden. Die Kinder können im Rahmen eines Kindertheaters auch selbst zu Akteuren werden und durch Handelndes und dem Einsatz des gesamten Körpers literarisch lernen. Für die Schule ist der Einsatz von Kinderliteratur mit vielen didaktischen Möglichkeiten verbunden, da sie die Freude am Lesen wecken und dadurch die Lesekompetenz verbessert werden kann. Durch sie kann literarisches Lernen befördert werden und erste Einblicke in die literarische Wertung vermittelt werden. Zudem kann Bildungssprache und Rechtschreibung gefördert werden. Kinder- und Jugendliteratur war nicht immer so eindeutig befürwortet wie derzeitig. Sie steht in der Kritik, Texte der Freizeitlektüre im Schulkontext institutionell zu vereinnahmen und mit Leistungsbewertung in Verbindung zu bringen. Die Deutschlehrkraft kann diese Kritik aber ganz schnell entschärfen, indem sie den Lese- und Literaturunterricht mit selbstbestimmten Lektürezeiten und offen angelegten Lernformen gestaltet. So ist zum Beispiel die Gestaltung eines Lesetagebuchs möglich, um die Leistungen nicht immer in Form von Klassenarbeiten und Klausuren erbringen zu müssen. Und denkt immer dran, wir machen das für die Schülerinnen, also bindet deren Vorstellungen, Wünsche und Ideen mit ein und orientiert euch an deren Lebensweltbezug. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr etwas lernen konntet, dann hinterlasst uns gerne einen Daumen hoch, ein Like oder schreibt uns liebevolle Kommentare in die Kommentarleiste. Wir freuen uns.